Auch weiterhin wollen Gymnasien in Hannover im kommenden Schuljahr Klassen- und Studienfahrten aussetzen. Der Grund? Die Landesregierung will die Unterrichtszeit der Gymnasiallehre auf 24,5 Stunden anheben. Außerdem sollen Altersvergünstigungen gestrichen werden. Doch die Lehrer setzen sich zur Wehr. Sie drohen, sollte es zu Mehrarbeit kommen, wollen sie alle Exkursionen streichen. Bei dem Boykott der Lehrer geht es um einen Ausgleich für die seit Jahren erweiterte Arbeit. Schuld daran sei unter anderem das Turbo-Abitur. Die Lehrer hoffen auf das Verständnis und die Unterstützung von Eltern und Schülern.